Seid gegrüßt, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Pokémon LP. Pokémonstar. Shining Pearl. Oder sowas in der Art. Wir haben schon gesprochen. Warum rede ich jetzt zum dritten Mal schon mit dieser Person? Ich finde es übrigens witzig, wie da die Wolken über uns herziehen. Ich würde mir wünschen, dass es da irgendwie spezielle Pokémon gibt, die so unter den Wolken lauern. Weil raschelndes Gras gibt es da, glaube ich, in dem Spiel auch nicht. Genauso wenig wie hier rumlaufende Pokémon, auf die man einfach zugeht und dann gegen sie kämpft. Das gibt's alles nicht. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das übrigens aufnehme, ist ja bekanntlich Release und daher gibt's auf PokéWiki noch recht wenig Informationen bezogen auf Dinge, wo man Pokémon jetzt antrifft. Aber es wurde ja schon bekannt gegeben, welche Pokémon man in welcher Edition fangen kann. Oder welche man zumindest treffen kann. Oder, na gut, treffen heißt auch fangen. Also gut. Ja, das ist halt immer wieder das Blöde. Ich finde, die Levelkurve ist immer so eine Sache, die man anpassen könnte. Mir würde es beispielsweise nichts ausmachen, wenn man hier schon auf Level 5 Pokémon treffen würde. Würde mir das Training deutlich erleichtern. Wieso Game Freak oder Ilka. Aber jetzt Game Freak für den Fall, dass er mal wieder irgendwie so eine Edition übernimmt. Warum macht ihr es nicht einfach so? Anstelle hier uns einen permanenten EP-Teiler zu geben, schraubt doch einfach mal das Level der wilden Pokémon um so 1 bis 2 Level immer hoch. Zumindest am Anfang. Es würde uns nichts ausmachen, uns Spielern. Weil diese Pokémon können meistens nicht so viel. Wäre es dann einfacher, neu gefangene Pokémon zu trainieren. Aber gut, ich weiß nicht, könnt ihr mir da folgen. Ich bin auf jeden Fall sehr erstaunt, wie klar das Bild ist, das ihr bekommen werdet. Ich hoffe, es wird nicht durch das Breitziehen später dann irgendwie verwaschen. Aber auf dem Tablet sieht es sehr gut aus. Muss ich echt sagen, also das sieht fantastisch aus. Ich habe natürlich auch meine Switch auf relativ niedrigen Beleuchtungsgrad, damit wir möglichst viel aufnehmen können. Weil gestern beispielsweise habe ich wirklich um 0 Uhr noch 1 Stunde und 30 Minuten gespielt und die Switch hat in dieser Zeit 30% ihrer Akkukapazität verloren. Ja, und ich kann nicht einfach hier jetzt den Trick 17 machen und ein Ladekabel anschließen, weil Ladekabel kann man nicht anschließen, wenn die Switch sich im Tischstandmodus befindet. Also mit diesem Aufsteller, wenn man damit hantiert. Weil dann ist nämlich hier die Ladebuchse verdeckt. Natürlich wäre es am allersinnvollsten, weil ich hätte genügend von diesen Kameras, die das machen können, wenn ich einfach sage, komm, nimm doch einfach auf dem Fernsehbildschirm auf. Und spann einfach irgendwie ein Handy im Gestell ein, aber ich finde persönlich, das hier ist deutlich einfacher. Und ich habe ja eigentlich gesagt, oder was habe ich damals eigentlich gesagt? Wobei ich müsste jetzt eigentlich generell mal überlegen, was war das letzte Let's Play, das ich zumindest gemacht habe auf meinem Kanal, wo wir auf dem Fernseher gefilmt haben. Kann es sein, dass es Paper Mario war? Kann es sein, dass es so weit zurückliegt? Oder war dazwischen noch was? Ich meine, WarioWare. Ne, habe ich schon 2013 Let's Played, also es müsste Paper Mario sein, ich kann mich aber auch irren. Also Super Paper Mario wohlgemerkt, vor 7 Jahren. 2014. Und danach gab es ja noch auf dem CMP Mainboard Super Smash Bros. Brawl mit Luca. Und dann war ich noch involviert in den Super Mario 3D World von Erik. Müsste ich alles mal nachprüfen. Ich habe jetzt keinen Bock auf irgendwie großartige Recherchen. Ja, das reicht noch nicht ganz. Also wie gesagt, das ist eigentlich ein Kritikpunkt, den ich schon immer habe, dass die Pokémon anfangs einfach viel zu schwach sind. Das könnte man ruhig ein bisschen anheben. Oder generell ist es doch einfach so, was spricht jetzt eigentlich... Ja, natürlich Mühe. Ich weiß, Mühe.
Mühe und Motivation bei Game Freak und bei Ilka. Aber es wäre doch echt cool, wenn man den Leuten wirklich mal so so eine Art Hard-Modus geben würde oder Hürden-Modus, wie wenn ja in Pokémon Schwarz und Weiß 2 einmalig hatten. Das würde die Wünsche von so vielen Leuten erfüllen. Weil die Kämpfe müssen ja nicht unbedingt mal taktischer verlaufen. Ich finde einfach, es sollte an der Levelkurve was angepasst werden. Weißt du, das könnte mir wieder sagen, spiel doch einfach Platin. Ah, da bist du ja. Komm mal bitte mit, ich möchte dir was zeigen. Da wären wir auch schon. Das ist das Pokémon-Labor. Dann wollen wir doch mal reingehen. Wollen wir es reinlassen? Rums. Der muss immer so Rums machen. Was zum? Oh, du bist es, Lukas. Hör mal, dieser alte Typ. Der macht mir... Angst macht er mir keine. Aber der steht echt voll neben sich. Ach, was soll's. Ich mach mich vom Acker. Bis bald. Boah, was war das denn? Dein Freund scheint es ja mächtig eilig zu haben. Du beschwerst dich nicht darüber, dass er gerade den Herr Eibe beleidigt hat? Na, wie dem auch sei, gehen wir rein. Da bist du ja endlich. Lukas war dein Name, nicht wahr? Lass mich bitte einen Blick auf das Pokémon werfen, das du an dich genommen hast. Verstehe, ja, dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Ganz außerordentlich. Weißt du was? Ich schenke dir dieses Panflum einfach. Da es nun dir gehört, kannst du ihm auch einen Spitznamen geben. Möchtest du das tun? Ja, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen soll. Soll ich Abonnenten nehmen, weil ich habe nicht so viele Abonnenten. Nimm einfach beste Kumpels. Da fange ich jetzt an mit Erik. Ich würde schauen, dass Luca Wasser-Pokémon bekommt, weil Wasser-Pokémon sind, denke ich mal, nötig, dass ich da noch eins reinnehme. Dein Freund Carbonat hat mir erzählt, was sich vorhin am See zugetragen hat. Dafür, dass es dein allererster Kampf war, solltest du dich sehr gut geschlagen haben. Zudem spüre ich deutlich das Band, das zwischen dir und diesem Pokémon besteht. Auch wenn es noch nicht gefestigt ist. Ja, so sieht's aus. Deshalb möchte ich dir das Panflum anvertrauen. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass du so nett zu Pokémon bist. Wenn du das nicht wärst, oh, ich will gar nicht darüber nachdenken. Kommen wir jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Mein Name lautet Eibe. Ich habe mein Leben der Pokémon-Forschung gewidmet. Zunächst bräuchte ich Gewissheit darüber, welche Pokémon-Arten hier in Sinnoh leben. Ja, deswegen gebe ich dir jetzt den Pokédex. Hier kommst du ins Spiel, du sollst den Pokédex ausfüllen mit sämtlichen Daten von Pokémon. Ja, natürlich. Gefällt mir, hier hast du den Pokédex, damit wirst du auch ständig überwacht. Dieser Pokédex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch die Daten aller Pokémon-Daten aufzeichnet, denen du begegnest. Deshalb würde ich dich bitten, jeden Winkel zu durchforsten, um alle Pokémon-Arten dieser Region aufzuspüren. Denn das wird auch dieses Mal wichtig sein. Ich habe auch so einen Pokédex wie du, ja, das hat keiner wissen wollen, du. Sag mal, als du zusammen mit deinem Pokémon auf Route 201 unterwegs warst, wie hast du dich da gefühlt? Ich für meinen Teil habe zwar bereits 60 Jahre auf dem Buckel, doch in der Nähe von Pokémon bekomme ich immer noch ein Herzklopfen. Es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt, musst du wissen. Das bedeutet auch, dass unzählige aufregende Momente auf dich warten. Doch nun ist Zeit zum Aufbruch. Los, Lukas, dies ist der Beginn deines Grand Adventures. Mein erstes Pokémon war natürlich Chillast. Wäre am See deine Wahl auf Chillast gefallen, hätten wir nun beide das gleiche Pokémon. Glaubst du es doch selbst nicht, dann hättest du den Glinfa genommen und es hätte auch besser zu dir gepasst, weil du ja im Anime dieses Pokémon hast. Aber das ist ja auch nicht weiter wichtig. Mein Name ist übrigens Lucia. Ich helfe dem Professor ebenfalls dabei, die Seiten des Pokédex zu füllen. Ich möchte übrigens mal am Rande erwähnen, dass der englische Name von meinem Protagonisten, also der standardisierte Name meines Protagonisten, auch Lukas ist im Englischen oder Lucas. Hier im Deutschen ist es, Lucius. Why eigentlich? Wie du siehst, sind wir zwei uns auf gewisse Weise schon recht ähnlich. Ja, unser Name fängt mit L an. Das passt schon mal. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich dir ein paar Schritte voraus bin. Das ist alles. Ich freue mich schon darauf, dir das ein oder andere erklären zu können. Wirklich schön, dich kennenzulernen, Lukas. Heißt quasi, dass dieses Chillast, das er in diesem Beutel drin hatte, da immer noch drin ist, weil sie hat ja ein anderes Chillast. Weil davon gibt es ja so unfassbar viele. Ja, nur zur Info, Chillast ist das Pflanzen-Pokémon, für die es nicht wissen. Und jetzt werden wir erstmal wieder vollgelabert. Ja,
Gut, Lukas. Da ich ja quasi deine Mentorin bin, erkläre ich dir nun ein paar Dinge. Als deutlich erfahrenerer Pokémon-Trainer und Assistentin... Genau, Assistentin magst du vielleicht sein, aber später, wenn es dann zum ersten Mal zum Kampf kommt, wo du alleinig involviert bist, sehen wir, dass dein Chillas dann auch nur auf Level 5 oder 10 ist. Also bitte, nichts hier von erfahren labern. Ja, es ist meine Pflicht, dich zu unterrichten oder zu unterweisen, dann komm mal mit. Ja, jetzt will sie uns ja die verschiedenen Institutionen zeigen, die wir häufig besuchen müssen oder häufig besuchen werden, eher gesagt. Wir müssen eigentlich gar nichts. Dieses Gebäude mit dem roten Dach, es ist orange. Ihr könnt mir nicht sagen, dass das rot ist. Wollt ihr wissen, was rot ist? Also zum einen hier unten die Textbox und diese Brille. Seht ihr, das ist rot. Das ist orange. Das ist nie im Leben rot. Ohne Scheiß. Ich fühle mich gerade verarscht. Ja, also das ist ein Pokémon-Center, da kann man Pokémon heilen. Und das mit dem blauen Dach, und das ist auch wirklich blau. Das ist der Pokémon-Supermarkt. Da kann man allerlei Items kaufen und verkaufen. Habt ihr das eigentlich gewusst, dass ich eine rote Brille trage? Glaube ich nicht. Ja, ich weiß, ich werde jetzt erstmal zu Hause Bescheid geben. Kann ruhig ins Pokémon-Center gehen. Warum können sich diese Mütter das eigentlich nicht denken, dass ihr Kind auf große Reise will? Wir sind ja immer noch in Pokémon, okay? Well, das könnte auch ein Schulranzen sein, den ich da trage. Also, ja, was auch immer. Ich meine, der Weg ist ja relativ kurz. Da will ich mich nicht beschweren drüber. Servus, Mutti. Willkommen zurück, Lukas. Geht es dir dein Pokémon gut? Ja, natürlich. Deswegen bin ich vorher nicht ins Pokémon-Center gegangen. Was gibt es? Oh ja, doch nur Wetter Professor Eibe hatte also eine wichtige Aufgabe anvertraut. Ja, dann gut Glück. Toi, toi, toi. Oh, richtig, ich habe noch etwas für dich. Das kannst du sicher gebrauchen. Abenteuernotizen. Hat man das im Originalspiel erhalten? Was kann man damit machen? Oder unverständlich... Also das ist quasi Hilfe für die Noobs. Dankeschön. Das haben wir ja gebraucht. Als ob das jetzt hier das schwerste Spiel aller Zeiten war. Pokémon war nie schwer. Wie ich dich um deine Abenteuerreise beneide. Die bin ich noch nie mal angetreten. Du kannst ja gerne mitkommen. Zudem hast du immer deinen Pokémon zur Seite und musst dich nie einsam fühlen. Ach, wie gern würde ich doch mit dir tauschen. Kann ich nicht einfach mitkommen? Nö, keine Sorge, ich passe ja auf dich auf. Aber ich werde nicht so weit gehen und dein Taschengeld abziehen, wie damals noch in den Spielen in Johto. Genieß dein Abenteuer, mach Erfahrungen, lern Dinge, schau mal zu Hause vorbei. Schließlich möchte ich auch deine Pokémon-Freunde kennenlernen. Ja, Abenteuer nützt sich. Wir kriegen ja eh immer eingeblendet, wo wir als nächstes hingehen, wenn wir das Menü aufrufen. Also dementsprechend. Entschuldigt die Störung, aber steckt mein kleiner Carbonat zufällig hier? Oh nein, tut mir leid. Verstehe, dann ist er wohl aufgebrochen. Mutter von Carbonat. Wieso kann man denen nicht einfach irgendwie andere Namen geben? Was mache ich denn jetzt nur? Er rief nur, dass er auf Abenteuer gehen würde und weg war er. Dieser Junge ist so stur und waghalsig. Ich wollte ihm zumindest das hier auf den Weg geben. Ja, ich bring's vorbei. Das ist wahrscheinlich so eine Art Special-Paket, das ich in die Trainerschule bringen muss. Das weiß ich auch nur, weil ich schon im Simultanerlebnis gemacht habe. Oh, wirklich, das würdest du für mich tun? Ja gut, dann gib mir das hier. Ja, dann gib ihm das hier. Ja, mach's gut, viel Spaß. Lass mich rasch überlegen, wo es sein könnte. Er ist direkt nach Jubelstadt gegangen. Vielen Dank nochmal, ja. So, gibt's noch irgendwas zu sagen? Nein, Gott sei Dank. Ja, das ist etwas Wichtiges vergessen. Und jetzt haben wir hier die Mütze erhalten. Jawohl, jetzt sind wir voll das stylische Girl auf dem Hof, du. Ich wusste doch, dass dir die Mütze gut steht. Also, auf geht's. Yeah. Jetzt fühle ich mich wie ein echter Entdecker. Am liebsten würde ich jetzt eigentlich den Part beenden, weil ich möchte es so gut wie möglich immer auf so 14 bis 16 Minuten begrenzen. Aber manchmal würde es nicht nötig sein, weil die Charaktere teilweise ziemlich viel labern. Wobei hier das Laberpensum nicht so hoch ist wie in den neueren Spielen. Wenn sie es am Original gehalten haben, was ich hoffe. Ich meine, ich habe tatsächlich schon einen Unterschied feststellen können. Also wie gesagt, es ist nicht ganz das Originalspiel, es ist nur zu 90 bis 95% das Originalspiel. Kapisch? Gut. So.
Und ich würde sagen, bevor wir uns Richtung Jubelstadt aufmachen, bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Unstoffe, denkt dran, Freundschaft.